Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Hier reingeschalten zu diesem tollen, wunderschönen Talon-Skin-Gameplay. Und heute gibt es mal wieder ein volles Gameplay. Denn ich habe mir gedacht, und Achtung, dieses Gameplay gab es nicht on-stream. Ja, es ist exklusiv für YouTube aufgenommen quasi. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Art Podcast. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ein Podcast ist. Ich habe mich noch nie eingehört. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass man sehr viel talkt. Und das werden wir jetzt heute einfach mal machen. Das heißt, Gameplay steht nicht im Vordergrund. Das leidet ja meistens sowieso ein bisschen, wenn man sehr viel talkt. Aber ja, es gibt ja tatsächlich einige Fanatiker, die auch sehr, sehr gerne mal längere Videos haben. Und ich denke mal, wenn wir einfach mal zusammen, gemeinsam ein bisschen talken, da wird gerade unser Jungler invaded, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Ich wäre da, Bro. Also ich habe keine E, was unglücklich ist. Vielleicht könnten wir, passt auf, wir machen jetzt aber Trick 53. Passt auf, sie geht jetzt da zum Red und wir invaden jetzt die Niederlade, die uns invadet. Ah, okay, sie hat den Braten gerochen anscheinend. Ja, gut. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen behind. Das heißt, ich habe hier einige Themen. Das erste Thema, ich spiele ja hier Talon, bin Talon Main teilweise immer. Wie ist Talon aktuell? Talon, also wir werden nicht nur über League reden, aber jetzt gerade zum Anfang macht das vielleicht ein bisschen Sinn. Talon, muss ich sagen, seit dem V-Nerf gefällt mir Talon nicht mehr so gut, weil der Wave Clear schon sehr, sehr hart gelitten hat. Also, klar wurde auch der Damage an den Gegnern schon Champions reduziert, aber gerade der Wave Clear ist super RIP und das ist natürlich extrem wichtig für so einen Assassine, damit du irgendwie aus der Lane herauskommst. Ich denke, man kann Talon immer noch sehr, sehr gut spielen, vor allem gerade in tieferen Elo-Bereichen sollte das absolut gar kein Problem sein. Hier, jetzt kriegst du mal den hier ab. Naja, das hier ist übrigens ein kleiner Tipp, den ich euch absolut raten kann. Lol. Ah, das könnte reichen. Ja. Ich konnte nicht flashen wegen dieser komischen Suppe da. Und irgendwie war, ist sie auf der, irgendwie ist sie nicht richtig geflasht, oder? Das sah irgendwie komisch aus. Ja, hier Tipp, Leute. Ne? Ihr müsst euch immer mit Doppel-W engagen. Ne? Ihr könnt auch einfach den Speer von Niederlee einsammeln. Ihr könnt auch mit der Q engagen. Und dann die W machen und der Gegner ist quasi gezwungen zu flashen oder euch halt zu traden. Müsst ihr halt gucken, wie stark das Ganze ist. Ja, also Talon, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auf jeden Fall immer noch spielen. Ist sehr, sehr stark, ist immer noch sehr, sehr bestrafend. Ich muss zu meinem Teil halt sagen, ich habe immer Phasen, da habe ich sehr viel Bock auf Talon und dann wieder Phasen, wo ich sehr, sehr wenig Bock auf Talon habe. Also das kommt und geht und das hat auch nicht zwingend damit was zu tun, wie stark der Champion gerade ist. Es gab eine Zeit, da hatte Talon 52% Winrate, was insane ist und ich habe ihn nicht gespielt. Und da gab es eine Zeit, da hatte er 49% und ich habe ihn gespammt. Ja, Placement Matches. Meine Placement Matches, wie liefen die? Na, grundsätzlich, das hier ist übrigens mein Main, ja, ich habe ihn umbenannt. Passt eigentlich gar nicht zu mir, aber irgendwie, es ist halt gegen umgeteiligte Synergie-Rhetorik. Ja, mit dem Dreifach-Oxidator und den White-Noise-Reverser. Also im Prinzip, Placements auf Main sind tatsächlich am besten gelaufen. Ich habe 6-4 gespielt und bin Platin 2 aktuell. Also ich habe noch nicht so viel gerankt jetzt auf dem Main. Das heißt, ja, ich bin nur Platin 2. Ich spiele den Account aktuell nur off-stream. Deswegen spiele ich aktuell meistens auf Ledorsch. Ja, gegen Cassio macht übel viel Bock, merke ich hier auf jeden Fall. Ne, macht richtig Laune. Ich glaube, wir gehen mal schnell shoppen, bevor wir hier gleich drauf gehen. Cassio ist wirklich auch teilweise ein bisschen räudig, das Matchup. Sie hat aber kaum noch Mana, wenn wir mal ganz honest sind. Ja, viel hat sie nicht mehr. Also sie können noch eine Q machen, 2-3 E's, aber das war's dann auch. Und sie hat auch kein Ignite, sie hat halt Exhaust. Exhaust im Early Game auch immer very RIP, Leute. Habt ihr ja gesehen, hat kaum was gebracht gegen mich. Ne? Also, wenn ihr gegen das wie Assassin spielt, Exhaust ist im Early Game scheiße, im Late Game gut. Spielt aber am liebsten Barrier, würde ich sagen. Ist immer meistens am besten. So, den nehmen wir nochmal mit. Dann hauen wir noch eine W durch und dann gehen wir shoppen. Perfekt. So. Also, ja, Placements auf meinem Smurf, meinem Platin-Account, sind relativ scheiße gelaufen. Und ich glaube, also je tiefer ich in der Elo gekommen bin, ich habe ja 3 Accounts, umso schlimmer waren die Placement-Matches. Wir kaufen mal eine Flask. Ich bin Flask-Fetischist. Würde ich so spät niemandem empfehlen, aber macht das einfach mal. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir roamen so ein bisschen. Also, ich glaube, auf meinem Silber-Smurf oder so, klar, da troll ich auch immer so ein bisschen, das, ne, aber da habe ich irgendwie 3-15 gespielt oder so, ne, also 3-4 Wins und 15 Loses. Also, absolute Katastrophe, aber, ja, ne, das kommt ja da auch nicht so sehr drauf an. Hier oben ist schon wieder absolute Action. Ich wäre potenziell da, mit einer Ultimate sogar. Das sieht very gut aus. Flashport reinmachen, Leute, für den extra Damage. Noch ein Auto-Tag mitgeben. Sie ist auch noch hier. Sie ist nicht, so, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier machen. Ich würde an dieser Stelle erstmal das White Noise reversen und dann machen wir so und dann kriegt sie einen Auto-Tech und dann stirbt sie. Sehr gut. Ne? Wir pushen jetzt eine Wave durch und gehen direkt shoppen. Ich bin ein Verfechter des regelmäßigen Shoppen-Gehens, denn diese 1100 Gold könnten auch zusätzliche AD sein. Ne? Nächstes Thema.
Champion Pool. Ich bin aktuell sehr, sehr viel an Champions ausprobieren. Klar, ihr kennt mich, ich maine immer alles, ne? Ist absolut mein Ding, dass ich alles Mögliche gleichzeitig maine. Aktuell bin ich so ein bisschen beim Sheriff, bei Xerath, beim Sheriff. Den spiele ich ganz gerne so ein bisschen. Ich habe aber das Gefühl, es gibt Matchups, die sind komplett Giga-GG. Also zum Beispiel gegen Katharina oder gegen Zoe, das macht überhaupt gar keinen Bock. Ich komm hier weg. Ansonsten spiele ich gerade auch sehr viel Tryndamere Toplane. Ja, Tryndamere, ich habe Tryndamere schon immer geliebt, habe mir auch den Chemtech-Skin gekauft. Ansonsten, also das alles spiele ich auf meinem Ledorsch-Account und den möchte ich gerne nach Diamant on-stream kriegen. Ja, das ist der Plan. Off-stream dieser Account, on-stream der andere Account. Ja, also, ne, es soll auch schon quasi forderndes Gameplay geben, kleines Gameplay, aber eben auf einem anderen Account. Ja, ansonsten spiele ich, also ich würde vielleicht auch nochmal wieder Kayn spielen, aber ich habe nur das Gefühl, bei Kayn inten meine Teams zwar und ich inte relativ oft auch mit Kayn, was mir nicht gefällt. Ich komme übrigens gar nicht aus der Lane raus, was mir gar nicht gefällt. Deswegen pushen wir jetzt hier durch, machen das so. Na, hier mit dem alten W wären die eventuell gestorben. Ich bin auch absolut gar kein Freund von Tiamat. Gefällt mir überhaupt gar nicht, deswegen werde ich es auch nicht kaufen. Top Lane, da sehe ich mich, da gehen wir jetzt hoch. Jetzt ist ein relativ guter Zeitpunkt zum Roam, denn sie weiß nicht, wo ich bin. Na, sie denkt, ich warte jetzt, bis die Minions aufploppen. Sie denkt jetzt gleich, okay, na, der wird gleich hier sein, sie wird auch da sein. Und dann bin ich schon auf der Top Lane. Aber es könnte sein, dass sie tatsächlich weggegangen ist. Das heißt, wir adaptieren jetzt und werfen einfach mal hier Wards durch den Jungle und gucken, ob wir irgendwas finden. Ja, also Champions-technisch bin ich gerade sehr viel am Ausprobieren. Auch Katharina ist so ein Champion, den ich vielleicht gerne mal wieder ein bisschen mehr spielen würde. Aber, ja, direkt umdrehen. Okay, die Cassio intet ein bisschen. Kann ich mitleben, deswegen gehen wir jetzt direkt Botlane. Sport! Naja, machen wir das Postfach. Es haben sehr, sehr viele Leute gerade um Weihnachten rum mich gefragt, ob ich nicht ein Postfach machen könnte, weil es gibt tatsächlich einige Leute, die mir gerne was schenken oder schicken würden. Na, muss ja nichts Großes sein, kann ja auch einfach ein White Noise Reverser sein, das wäre halt auch absolut gar kein Problem. Ich habe ein Auto-Tech gecancelt, das hätte tatsächlich actually gereicht, aber na gut. Naja, wir hatten auch keinen Draktarblade oder Jumus. Mit einem von beiden hätten wir sie wahrscheinlich noch gekillt. Unlucky, aber sie ist jetzt trotzdem sehr, sehr low. Was gut für meine Lane ist, potenziell. Also ich habe ein Postfach. Ich werde das, glaube ich, unten in meine Twitch-Panels reinböllern und... oder in meinen Chat irgendwie. Und ich werde es unten hier unter diesem YouTube-Video rein kommentieren, wenn ich dran denke. Na, was meistens nicht der Fall ist. Das heißt, falls mir irgendjemand was schenken möchte, na, noch zu Weihnachten nachträglich oder was. Also es gab tatsächlich einige Leute, deswegen habe ich es gemacht. Ne, kann ja auch irgendwas Persönliches sein, oder ne? Es gab auch tatsächlich damals jemanden, der hat mir, absoluter Ehrenmann, ich habe schon mal onstream erzählt, nen, vielleicht hört ihr ja auch gerade zu, ich weiß es nicht. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ist schon ein bisschen her. Der hat mir, ich weiß nicht, er war zwischen 10 und 14, glaube ich. Und er hat mir einfach 10 Euro RP geschenkt und mit einem fetten Brief dabei, ne? Mit netten Text und einfach 10 Euro RP. Klar, für mich ist 10 Euro RP nicht viel, aber dass jemand, das ist als... Ne, das ist, als wenn jemand sein ganzes Hab und Gut, ne, eine RP-Karte von jemandem, der selber kein Geld verdient, die der verschenkt, das ist absolute Ehre. Absolute Ehre. Das hier ist pretty not so nice. Okay, ja, ne, das passiert natürlich, wenn man sich ein bisschen verquatscht, aber das, darum geht's ja jetzt auch nicht, das ist nicht so wild. Die werden wir schon noch getten, Leute. Die ist jetzt auf unserer To-Getting-Liste, wobei Nidalee 4-1 ist definitiv auch nicht verkehrt. Ja, also Postfach, wie gesagt, unten drunter. Ansonsten Gameplays, ja, in letzter Zeit war mein Kanal ein bisschen RIP, gebe ich absolut zu. Schon länger, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt mein Leben ein bisschen mehr in den Griff gekriegt. Das war die letzte Zeit wirklich sehr, sehr RIP, muss ich tatsächlich sagen. Also absolut RIP. Es kam, ich hatte wirklich das Gefühl, dass komplett von allen Seiten Pech auf mich niederhagelt. Also in wirklich jeder Seite. Und das hat mich auch immer ziemlich kaputt gemacht und ich schlafe auch sehr schlecht dann bei sowas. Also ich bin eine Person, die hat einen sehr, sehr empfindlichen Schlaf. Und wenn ich schlecht schlafe, ist mein kompletter Tag im Prinzip schon GG. Also ich stehe auf und habe überhaupt gar keinen Bock auf gar nichts. Am liebsten würde ich einfach nur hinten gehen. Open very fast oder so. Und ich habe sie jetzt relativ in den Griff gekriegt. Das heißt, ich werde jetzt den Plan haben, dass wieder bessere Gameplays kommen. Beziehungsweise auch Offstream-Gameplays mal wieder kommen. Dass vor allem auch mal wieder... Okay, die hat hier auf jeden Fall gewardet. Wir wollten ja eh die Frau da getten. Dass vielleicht auch mal so Sachen wie Iron Bravery, denke ich, ist so das nächste Projekt, was kommt. Ferngesteuert fragen auch immer sehr, sehr viele. Ferngesteuert ist halt immer schwierig. Könnten wir vielleicht mal wieder angehen. Ich denke, wie gesagt, Iron Bravery ist das nächste Thema, was so ich starten werde. Wir werden jetzt erstmal Cassiopeia Bravery machen. Ansonsten...
Ja, natürlich freue ich mich dann natürlich auf eure Unterstützung, wenn ihr mit dabei seid am Start, am Schlüssel, am Maken, am Bean. Autsch, autsch, autsch. Sport! Ich glaube, wir haben keine Chance, aber genau deswegen engagen wir da jetzt. Oh, was? Ja, okay, immerhin haben wir die Stopwatch gegettet. Ja, gut, ich inte gerade auch ein bisschen, aber das kommt ja nicht drauf an, ne? Wir haben jetzt die Stopwatch. Ich bin halt ein schneller Läufer, Leute. Wir kaufen ein Schwert. Naja, wir gehen hier gar kein Risiko ein. Wenn ich jetzt mit halber AP ohne Flashpots, ohne Ult da in der Lane stehe, dann ist die Chance, dann werde ich die ganze Zeit gebullied. Dann stehe ich die ganze Zeit hier am Tower, hab wenig AP, krieg aufs Maul und so. Leute, ich bräuchte hier einen Medic in der Mitte. Vielleicht sogar 12. Ja, also Sport ist das nächste Ding. Sport. Mein Sport läuft insane, mega gut. Ich bin ultra top-notch, mega motiviert. Leute. Also, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Na, ich mache gerade, ja, im Prinzip, ja, was mache ich? Also, ich mache ja mein Bauchtraining. Ja, das ist ja so ein, ich habe ja 30 Tage, ich habe so eine App. Da habe ich 30 Tage Stufe 2 gemacht. Jetzt mache ich 30 Tage Stufe 3. Bauchmuskel, eiserne, stählerne, zerstörende Bauchmuskeln, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das haut übelste Sorte rein. Also, es ist komplett insane. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die App hier leake. Ich habe jetzt keine, Hashtag keine Werbung oder sowas, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute App. Ich glaube, sie heißt 30 Tage Bauchtraining einfach. Bauchmuskeltraining, Bauchtraining, irgendwie sowas. Kann ich nur empfehlen, ne? Müsst ihr dabei bleiben. Ich actually mache aber nicht jeden. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass man 30 Tage hintereinander das Training macht oder halt einfach generell 30 Tage. Ich mache es nicht jeden Tag. Das halte ich ehrlich gesagt ein bisschen für too much. Aber das bockt übelst. Ansonsten Sport habe ich generell auch sehr, sehr viel Bock drauf. Und alle, die natürlich irgendwie im Büro arbeiten und wenig sich bewegen oder generell viel sitzen und auch Rückenschmerzen haben, Leute, ich kann euch nur empfehlen, macht irgendwie was Sportmäßiges. Egal was, ne? Es kann ja auch Badminton oder was weiß ich, was es sein kann. Aber macht was, ne? Es ist extrem wichtig, weil immer wenn ich Sport mache, habe ich keine Rückenschmerzen. Also ich meine jetzt nicht, wenn ich einmal zum Sport gehe, aber generell können wir hier was machen? Ich würde mich actually jetzt mal auf der Cacciopeia sehen. Autotech, bap. Ignite. Und noch ein Autotech. Und noch ein Autotech. Und da sind wir wieder welcome-mäßig drin, ne? Das ist fein. Very fine. Very, very, very fine. Ja, so, ich hatte damals mit 15 schon Rückenschmerzen oder mit 16 und war dann auch im Reha, ne, so für alte Leute da und so weiter. Und das war halt schon eigentlich scheiße, wenn du es überlegst. Mit 16 Rückenschmerzen ist GG. Aber, ne, seit ich regelmäßig auch wirklich komplettes, also ich mache halt alles am Körper, ne, Waden, Beine, ja, Nacken könnte ich vielleicht, Nacken und Unterarm müsste ich, also Nacken, ja, Nacken, ich weiß nicht, ob man Nacken wirklich machen muss. Nacken trainiere ich beim Bauch teilweise mit, ne, und ja, Unterarme müsste ich, glaube ich, mal machen. Ich weiß gar nicht, ob man Unterarme wirklich gut trainieren kann. Ein bisschen. Ja, aber genug zum Sport. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe gesagt, ich schlafe relativ schlecht. Wegen diesem empfindlichen Schlaf habe ich meine komplette Wohnung, ich habe Amazon leer gekauft. Ich habe 5 Schlafpflanzen in meinem Zimmer. Dazu zählt eine Aloe Vera, Lavendel. Dann habe ich dann noch irgendeine Goldfruchtpalme oder sowas. Und noch 2 andere Pflanzen, die ich gerade nicht weiß. Die eine heißt Neophrylexis, irgendwas. Also ich habe mein komplettes Zimmer damit zugekleistert, mir so ein 50-Euro-Kissen gekauft, was absolut insane ist, kann ich nur empfehlen. Vielleicht haue ich da noch einen Link rein, ich weiß nicht. Ansonsten, ja, also mein Zimmer und ein Diffuser habe ich natürlich am Start, einen Raumbefeuchter. Ja, den kann ich euch gerne mal zeigen. Das ist mein kleiner Schatz, ja, der pustet hier die ganze Zeit Aroma. Pfefferminz habe ich heute drin. Durch die Luft, ja, das macht er ganz gerne. Tiere, meine Freunde, Tiere, Insekten, Tiere. Also grundsätzlich erstmal, ich hatte ja mal ein Video gemacht, da hat einer gesagt, fällt mir jetzt spontan ein, das war nicht geplant. Da habe ich gesagt, ich habe über 1000 Tiere und da meinte einer, Insekten sind keine Tiere. Dann habe ich mich gefragt, wenn Insekten keine Tiere sind, was sind sie dann? Also ich würde absolut sagen, dass Insekten Tiere sind. Weil ich würde sagen, es gibt Menschen, Pflanzen und Tiere. Und vielleicht Gebäude, aber ich weiß es nicht. Und es gibt ein Mega Squadra Badaboom. Squadra Badaboom. Leute, sterbt ihr bitte? Oh mein Gott. Ja, okay. Team? Wir haben halt 0-3 Trinity Nasus. Aber es hält sich noch im Rahmen. Niederlee, Leute. Wir werden Niederlee abfarmen. Ich werde farmen. Einfach nur Niederlee farmen. Ja, also mein Tierchen geht's relativ. Also Monty geht's super blendend. Ich glaube, Monty ist jetzt schon so. Ich glaube, so 8 Monate alt. Gottesanbeter werden nicht so alt. Das heißt, ich glaube, die werden so 10, 12 Monate. Also. Ja, ich habe schon so ein bisschen im Hintergedanken, dass es bald soweit sein könnte, aber spielt übrigens nicht mit Scorch, das war ein Test. Ich glaube, Scorch ist scheiße, Leute.
das war einfach mal ein Test fürs ein bisschen, keine Ahnung. Ich meine, okay, ich spiele jetzt halt auch nicht komplett intens, aber... Ja, ansonsten, Ivy hat mittlerweile auch Flügel, die ist sehr, sehr klein. Ich glaube, die kann ich jetzt nicht so richtig zeigen. Das ist... Aber... Und... Violetta ist auch noch am Wachsen, ja. Violetta ist ja meine Blütenmantide. Meine Orchideenmantide, so rum. So, Heirloom. Mein Ameisen geht's absolut insane. Also meine tropischen Ameisen rasten komplett aus. Die geht's super, super nice. Also diese südamerikanischen. Also die entwickeln sich extrem gut, sodass ich denen bald ein Terrarium machen könnte. Also, das wäre auf jeden Fall so ein kleiner Dream von mir. Würde ich vielleicht auch sogar ein Video zu machen, falls es mal irgendwann soweit ist. Aber es ist natürlich auch wieder kostspielig. Also es werden mindestens so 400, 500 Euro oder so. Aber noch muss es nicht. Ein bisschen Zeit ist noch, aber es geht in die Richtung. So, wir gucken mal, ob wir Nidalee jetzt hier im Jungle finden können. Hat die irgendwas Tankiges? Nein. Sehr gut. Wir hauen da ein Wort hin. Da sind keine Minions. Okay. Ja, guten Tag. Welcome. Wenn ich jetzt sie nicht töte, dann aus folgendem Grund, dass ich geintet habe. Und noch weiter inte. Okay, ich habe halt... Ja, also, ne, ich hätte... Was hätte ich machen sollen? Ich hätte direkt hier auf sie drauf flash und auto-tacken sollen. Damit, weil meine Ult hat keinen Rückdamage gemacht. Die erste Instanz hat getroffen, die zweite eben nicht. Das hätte sie gekillt auf jeden Fall mit dem Q hier drum zusammen. Ja, also meinen Ameisen geht's extrem gut. Ansonsten habe ich ja noch Ameisen, die aus Europa kommen. Es ist auch immer interessant. Es gibt dann Leute, die kommen in meinen Stream, die fragen nicht, Tobi, wie geht's dir, sondern Tobi, wie geht's deinen Ameisen? Das ist auch immer ganz interessant. Also, meine europäischen Ameisen, die sind draußen auf dem Balkon. Die sind in Winterruhe, ne? Ja, und dann habe ich noch die Faidole, Leute. Faidole. Faidole sind die ganz kleinen, für die sich daran erinnern, die so richtig massig absolut ausrasten. Also es sind richtig, richtig viele mit Soldaten. Das sind die, die aus Vietnam, irgendwo aus Asien kommen. Ich liebe diese Ameisen, aber sie sind ein richtiges Problem. Weil ich kriege sie nicht dahin, wo ich sie gerne hätte. Hier haben wir Nidalee, die ist aber ripped, das ist sehr gut. Vielleicht kriegen wir noch Katcho. Katcho, Katcho, Katcho. Ich habe leider noch keine Ultimate und stehe jetzt hier sehr, sehr deep drin. Aber ein Auto-Tag? Nein, natürlich nicht. Dann holen wir uns Katcho. Auto-Tag. Q. Zack. Merci beaucoup. Okay, wir holen uns die da hinten. Holen wir uns auch noch, Leute. Die getten wir schon noch. Oh, lol. Die intet ja komplett. Immer Auto-Tag Q. Das ist immer am geilsten rein in der Theorie. Oh, cool. Sie intet. Komme ich jetzt irgendwie? Ich bin tot. Obwohl, ich lebe. Oh mein Gott, ich lebe. Oh mein Gott, ich lebe. Also, was ist mit denen passiert? Eigentlich hätte ich darüber ein YouTube-Video machen sollen. Sie sind... Ich hatte die immer offen, ja. Ich hatte die in einem offenen Becken, das heißt, sie konnten rauslaufen. Aber sie hatten halt alles und deswegen hatten sie eigentlich keinen Grund rauszulaufen. Das klingt jetzt mal komisch, aber Ameisen laufen nicht einfach durch eure Wohnung, sondern wenn sie sich wohlfühlen da, wo sie sind, dann... Also sie laufen vielleicht hier und da schon mal rum, aber die ziehen nicht einfach in irgendwelche Ecken, wo ihr das denkt, ja, ne? Dass die einfach komplett alle dann weg sind. Irgendwann eines Nachts waren die aber alle weg und die waren in dem Terrarium meiner tropischen Ameisen. Wer bist du denn? Auto-Attack. Alter, die rastet voll aus. Alter, was ist denn hier los? Die waren auf jeden Fall bei meinen tropischen Ameisen drin, was mir überhaupt gar nicht gefiel. Ja, ich war froh, dass sie sich gegenseitig nicht zerfleischt haben. Dann habe ich die versucht umzusiedeln, zurückzusiedeln. Dann eines Nachts waren die wieder komplett weg. Und ich habe sie überall gesucht. Und ich dachte, sie sind einfach gestorben. Und die waren in dem Becken von den Ameisen, die ich nach draußen gesetzt habe. Also... Ich habe nicht, das sind immer zwei Teile. Das eine habe ich nach draußen gesetzt und das andere steht halt noch leer da. Und da sind die einfach durchs halbe Zimmer dahin marschiert. Ja, und dann wollte ich die aber da raus haben und jetzt sind die in einem Blumentopf. Ich lasse die jetzt im Blumentopf, aber zufrieden bin ich damit noch nicht. Da muss noch was gemacht werden. Aber genug dazu. Na, ich weiß, wir reden heute sehr, sehr viel. Aber vielleicht ist das auch mal, ne? Ich glaube, selbst in einem Podcast redet man nicht so viel, aber... Ne? Ne? Wir müssen aber auch gucken, ich würde das Game gerne actually auch gewinnen, aber ich inter halt viel zu viel gerade. Wir müssen halt wirklich für Nidalee gehen. Das hier ist perfekt, abgesehen davon, dass die Wand rot ist. Wir können aber mal hier one, vielleicht kommt gleich jemand lang, vielleicht Käse zum Beispiel. Ja, wir sind einfach wie so ein Hai. Wir warten dann, bis sich einer von der Herde lostrennt, Leute. Wie so ein, ich glaube, Raptoren machen das auch so. Oh shit, hier ist irgendwo ein Ward. Wo? Da oder was? Oder hier? What the fuck? Ja, I don't know, man. I don't know, man. Wir könnten mal auch Botlane ein bisschen farmen, das geht auch immer klar. Also, ja, Kaffee, meine Freunde. Kaffee ist auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe eine Pet-Kaffeemaschine, bin eigentlich soweit zufrieden damit, aber ich habe mir irgendwie in den letzten Tagen in den Kopf gesetzt. Ich meine, ich trinke jeden Tag Kaffee.
dass ich mir eine Kaffee-Vollautomaten kaufen möchte. Bin aber übelst am Struggle, weil ich mich absolut nicht entscheiden kann. Ich habe keine Ahnung, welchen ich mir kaufen soll. Das heißt, er sollte alles können. Cappuccino und dieses ganze Krempelzeug, Latte Macchiato und was weiß ich. Ich habe mich, also preisspannemäßig, ich habe mir gedacht, ja, eigentlich würde so 300 oder so auch tun, aber erstens kauft man sowas ja relativ fürs Leben. Also es sollte ja schon so ein paar Jahre halten, am besten 10 plus oder so. Und ja, ich habe mir gedacht, da kannst du lieber mal mehr ausgeben, als, ne, gerade bei sowas, als wenn es dann zu wenig ist. Und deswegen, ich glaube, ich muss meinem Team ein bisschen helfen. Ich würde aber auch splitten, vielleicht kommen die ja klar. Ich habe aber das Gefühl, dass sie es nicht tun, deswegen gehe ich da lieber hin. Naja, das, ich habe keine Ahnung, vielleicht kann euch ja irgendjemand, kann ja jemand von euch einen coolen Rat geben. Ich hätte doch pushen sollen. Ja, man weiß es leider nie, ne? Es ist immer falsch, vielleicht machen die jetzt auch Baron, aber, ne, was passiert hier jetzt? Uff. Also, oh, Niederle. Ich habe mich so ein bisschen festgesetzt, dass ich mir eine DeLonghi kaufen möchte oder vielleicht sogar eine. So, open very fast bei dir jetzt. Auf Wiedersehen, so haben wir es richtig gemacht. Eine DeLonghi oder wahrscheinlich sogar eine Jura. Ich habe mich auf die Impresa A9 festgesetzt, aber bin unglaublich unsicher, was das Ganze angeht, wenn ich very honest bin. Oh shit, hier sind ja überall Gegner. Ich dachte, meine Mates wären noch hier irgendwie. Ich kann noch eine unterstützende W machen und ein unterstützendes Q. Auto-Tech Q, Leute. Oder einfach Q. Geht auch. Ich laufe noch mal ein bisschen. Ja, vielleicht hat ja jemand von euch coolen Rat. Ich möchte aber nichts anderes. Ich möchte kein Siemens, kein Bosch, kein Sakio oder wie das heißt. Das will ich nicht. Ich habe, na, also, und auch mit rausnehmbar und nicht rausnehmbare Brüheinheit, da gibt es so viele. Ich glaube, ich nehme einfach eine ohne rausnehmbar. Ne, weil, ja, gibt es so viele Argumente dafür und dagegen und blablub. Ja, wir kaufen jetzt, würde ich sagen, ist schwierig. Ich würde sagen, wir machen das so und jetzt gehen wir auf Black Cleaver. Ist ein bisschen weird, aber so haben wir nochmal ein bisschen Ledality. Und jetzt kaufen, bauen wir nochmal ein bisschen CDR. Ich baue Black Cleaver vor allem dann wegen die CDR ganz gerne, damit man einfach permanent ulten kann. Aber, ja. Bap. Bap, bap, bap. Die Fiora wird, glaube ich, das größte Problem werden in diesem Spiel. Da ist noch so ein Ding. Dragon ist weg. Wir haben aber auch immerhin einen. Ich meine, wir haben Tam Kench, was eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Wir haben eine Sivir, das Geld gut ins Late. Unser Nasus intet leider, geht aber wenigstens Tank. Was sehr cool ist. Wir holen uns jetzt Käse ab. Wir können auch mal für einen Tower gehen, aber Tower, ne? Wir gehen, entweder wir holen uns Käse oder wir holen uns die Wave, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Scheint, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen farm, ne? Erstmal gehen wir ein bisschen farm. Man hat auch mitbekommen, dass jetzt gerade zum Season-Anfang natürlich sehr viele Leute tiltet waren wegen League, weil Placement natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und sobald ein Placement mal nicht läuft, ne, sind sie alle am Weinen. Ja, scheiß League, nur Inter. Ich meine, ich reg mich auch über sowas auf, wenn die Games nicht laufen, ne, aber so, ich muss schnell zum Team rüber. Zack. Naja, wir sind ein Ninja, ein Ninja. So, wen müssen wir töten, Leute? Ganz wichtig, ich würde sagen, immer noch Nidalee, vor allem, weil sie Magize hat, aber Käse geht auch. Oh shit, meine Maus ist irgendwie gerade RIP. Kennt ihr das in der Maus? Ich habe so eine DPI-Knopf und ich drücke den permanent. Einfach immer. Ständig. Immer und immer wieder. So, wir brauchen jetzt geiles Positioning. Ups, scheiße. RIP, forget it. Geiles Positioning. Das heißt, wir müssen genau hier so stehen. Am besten sogar hier hinten. Na, die haben allerdings hier. Ne, haben keine Vision. Und jetzt kommen wir nämlich hier an und machen genau das. Ne? Genau das machen wir nämlich. Und jetzt machen wir nämlich so. So. Und jetzt machen wir so. Und jetzt gehen wir so. Und jetzt gehen wir Suicide baden. Ja, töte sie. Mach was. Mach was. Renn. Ja, okay. Na, aber das ist immer ganz wichtig bei Assassinen, Leute. Ihr dürft nicht beim Team stehen, ne? Das ist, machen so viele. Ich meine, ich hab's jetzt nicht sauber gespielt, ne? Aber ihr müsst immer von hinten ran da. Yes, genau that's what I said. Ha. Ja, Squad 315. Na, ihr könnt ja auch gerne mal droppen, wie euch League aktuell gefällt. Ich glaube, ich muss sagen, jetzt, wo die neue Season wieder angefangen hat, gefällt es mir ganz gut. Abgesehen davon, dass ich halt gerade keinen Champ habe, der mir richtig Bock macht. Ne? Also da fehlt einer, wo ich sage, boah, den würde ich so 20 Mal Pyke Midland waren Champ. Den habe ich richtig Bock gehabt. Dann haben sie ihn aber auch direkt wieder genervt. Warum darf der nicht in der Mitte viable sein? Warum nicht? Also man kann Pyke Midland immer noch zocken. Nicht falsch verstehen. Aber je höher man kommt, umso schwieriger wird das Ganze, weil sein Rave Gear vorher schon relativ made war im Early Game.
Und ich verstehe halt nicht, warum die den nicht einfach in der Midlane lassen können. Kann denn Supporter nicht auch gleichzeitig Midlane-viable sein? Gibt es Supporter, die in der Midlane-viable sind? Also es gibt halt Midlaner, die halt Support-viable sind, wie zum Beispiel Xerath, aber... Kann ich hier... Ach, forget it, Alter. Forget it. Ich würde sagen, wir getten nochmal Nidalee. Ich bin ja der Nidalee-Jäger. Ich weiß nicht, gibt es noch Vision? Da oben ist Nidalee, so. Der Jäger der verlorenen Nidalees. Frage ist, hier ist keine Vision von denen, das ist sehr gut. Ist Red Buff da? Yes! Later! Oh, die hat sich geheilt, wirklich? Aber vielleicht macht Tam Kenshot Dinge dazu. Ich glaube nicht, ne. Na, das war Klose Marose. Boah, jetzt killt mich der Komet hier bald. Können wir den getten? Oh, ich bin tot. Ja, moin. Das war zugegebenermaßen unglücklich, könnte man sagen. Very unglücklich. Ich bin, glaube ich, auch mit den Themen, die ich hier auf meiner Liste habe, soweit durch. Das heißt, wir werden uns jetzt aufs Gameplay konzentrieren. Falls ihr aber grundsätzlich, falls wir nochmal Redebedarf haben oder ihr sagt, ja, lasst nochmal reden oder ihr habt noch Themen, wo man gerne drüber reden möchte, können wir ja gerne nochmal so ein Video machen, ne? Und wir gucken ab jetzt, wie wir klug das Game turnen, Leute. Wie wir das Game gewinnen. Wobei wir natürlich... Ja, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben kein AP-Damage. Wir haben Glück, dass die Gegner keine Armor spammen. Also der macht das schon ein bisschen. Da oben fängt es langsam an, aber da haben wir schon ziemliches Glück. Nasus ist leider komplett useless, muss man sagen. Und Sivir braucht Items. Also actually ist unser Team relativ meh. Aber man kann hier vielleicht noch was machen. Das ist natürlich ein Suicides-Kommando, aber ich bin da immer dabei für sowas, ne? Wirklich jetzt? Ja, okay. Na, das Suicides-Kommando passt. Weißt du, dann kommt die Fragezeichen-Pinks. Ne? Ich meine, sie hat geflasht oder nicht. Das kannst halt... Na, what the fuck, Talon? Darauf kann man schreiben. You know, make the thing of doing the do of make. Ne, einfach irgendwas Retardetes droppen. Das geht immer. Na gut. Wir haben immerhin jetzt Black Cleaver fertig. Black Cleaver zum Start. Am Stissel. Na? Sehr lecker. So. Das heißt, wie können wir dieses Game gewinnen? Die Gegner haben Baron gemacht. Das größte Problem ist, dass wir niemanden haben, der gegen Fiora fighten können. Ich glaube, das ist das wirklich größte Problem. Ich kann Käse töten. Ich kann Nidalee töten. Bei Cassiopeia geht's auch, aber schon sehr, sehr schwer. Fiora ist relativ RIP. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen über den Split. Man kann mit Talon sehr, sehr gut splitten, tatsächlich. Problem dabei ist nur so ein bisschen... Guck mal, da unten ist Käse. Käse. Wir holen uns jetzt erstmal Käse. Käse! Forget it. Kein Käse. Ja, ist natürlich RIP. Schade, Marmelade. Das Ding nehmen wir mit. Ja... Weißt du, Sivir sagt, why you always deep? Und sie steht in so Nahkampf in the middle. So, wir müssen Cassiopeia töten, Leute, falls hier was passiert. Vorausgesetzt, hier passiert was. Alter, was hier passiert. Sivir, why you always deep? Hm. So, Cassio ist noch da. Potenziell sogar alleine, weil Dresch, die ist doch da im Busch, oder habe ich das falsch gesehen? Ja, fast. Fast. Wir werden jetzt so machen. Jetzt gehen wir so und jetzt... Ja, wir müssen ihre Ults ein bisschen predikten. Nice. Genau das. Genau das. Ne, so. Wir werden jetzt turnen. Leider macht Fiora gerade mein Team lang. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell... Ich glaube... Ja, wer kann Fiora fighten? Ich hätte gesagt Nasus, aber ich glaube der gerade erst recht nicht. Und Tam Kench auch nicht. Also niemand. Na, deswegen ist Fiora auch ein guter Champion. Wenn ihr nicht wisst, was ihr picken sollt. Weil den im Late Game einfach niemand fighten kann, diesen Champion. Weil der einfach very nice gebalanced wurde. Weil der einfach sehr, sehr stark im Late Game ist, ne? Nasus macht da jetzt was, wird aber sterben. Vielleicht gettet der noch was, aber ich denke nicht. Na. So, wir pushen mal ein bisschen raus. Wir brauchen ein bisschen mehr CS. Ist schon ein bisschen armselig, was wir hier an CS haben, aber da lag natürlich jetzt auch nicht der Fokus drauf. Das heißt, Käse und Nidalee sind unten. Käse ist gerade alleine. Was immer gut ist. Very gut. Nidalee ist gerade oben. Das heißt, was wird sie jetzt machen? Sie wird weiter pushen oder sie läuft jetzt hier nach oben? Das ist jetzt... Ja, okay, ich bin... Ja, okay, geht's noch ein bisschen mehr noch? Ja, dann farmen wir einfach die Botlane-Wave ab.
Ich muss unbedingt auf jeden Fall Nidalee killen, weil sie hat 5. Fast 5. Sie hat halt 16 Stacks. 16 Magi Stacks. Das finde ich jetzt hier. Guckt euch an. Die überleben alle mit einem paar P. So ein Mist, Alter. So, wir jagen jetzt einfach komplett über die ganze Map. Wir gehen shoppen, kaufen uns ein Pickaxe und gehen nur Nidalee jagen. Ich bin so ein richtiger Puma-Hunter. Das ist ein richtiger Cougar-Hunter. Rau. So, Damage. Dani wird gekauft. Dani Damage. Damage. Und den Jaguar-Radar. Let's go. Jetzt gehen wir einfach nur Nidalee. Nidalee wurde hier oben geortet. Den Botside-Jungle hat sie, glaube ich, schon geklärt. Sie ist auf der Top-Side. Sehr gut. Open Nidalee very fast. Da ist Vision. Da ist ein. Okay, wir wurden entdeckt, Leute. Wir wurden entdeckt. Außerdem explodieren wir die ganze Zeit. Also wir laufen jetzt vermutlich in eine Trap. Yes. War irgendwie obvious. Ja. Weißt du, sie schreibt immer nur Bro und so, aber sie sorgt halt ja auch nicht, dass wir das Game gewinnen. Wir gewinnen das Game halt nicht über Teamfights. Das ist ein Ding, was sicher ist, ja. Über Teamfights gewinnen wir nicht, weil... Also, okay, ja, ich weiß nicht, Teamfights... Ja, so auf jeden Fall nicht. Also, vielleicht kann man sogar gewinnen, aber... Nidalee is not bad. Ja, okay, ich meine, ich bin auch durch 20 Traps durchgelaufen, ne? Muss man sagen. Durch 20 Traps und 41 Wards. Aber jetzt haben wir die Gegner genau da, wo wir sie haben wollen, Leute. Tam kennt schon an der Angel. Nasus geht rein. Ne, Tam kennt hier, saugt super viel Damage auf. Ja, Sivir läuft. Das ist perfekt, was die da macht. Die intet für komplett die... Bro! Ja, ist aber fein. Ja, lol, what is... Ja, genau. Das alles wäre nicht passiert. Das alles wäre nicht passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte, Leute. Manchmal muss man sterben, um zu gewinnen. Das ist die Mechanik. Das habe ich halt direkt gewusst, dass ich das so machen werde. Manchmal musst du verlieren, um zu gewinnen. Manchmal musst du sterben, um zu gewinnen. Manchmal musst du verlieren, um dann zu verlieren. Das ist einfach very bait. Masterbaiter, Leute. Ne, man sagt es ja. Man verliert vielleicht die Schlacht, aber nicht den Krieg. Und jetzt können wir nämlich Nidalee richtig spanken. Wir machen hier den... Frage ist, der Red Buff, der wird nicht da sein. Nee. Aber die Vögel sind... Rein in der Theorie sind sie da. Also die Vögel, wir wird sie sehen, dass sie nicht da sind. Aber wir gehen jetzt von hinten ran an den Laden. Badabuh! Prä! Very balanced champ, I guess. Very, very balanced. Was hat mich, sag einmal. Very balanced. Was ist denn da passiert? Don't do me. Ja, also ich gebe zu, ich verliere dadurch das Spiel gerade ein bisschen. Möchte ich absolut zugeben. Aber, wisst ihr, manchmal muss man einfach was tun. Ein Mann muss manchmal einfach Dinge tun. Damit meine ich jetzt nicht die Dinge, aber, ne, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass die Nidalee mich so komplett abfarmt. Das geht einfach. Ich meine, okay, sie ist 2 Level über mir und hat 25 Major Stacks mit Lich Bane. Ne, also... Also, ich gestehe mir das ja ein. Aber... Manche Dinge kann man nicht auf sich sitzen lassen. Das geht einfach nicht. Also, das hat mich doch jetzt schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht, du. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch verloren. Ja, das ist jetzt die Quittung für meinen Int. Ich werde die Quittung nehmen. Aber vielleicht können wir noch einmal für Nidalee gehen, Leute. Ein einziges Mal. Go for Nidalee. Ja, dann töten wir sie. Ja, gut. Na gut, ne? Aber das war's mit der Runde. Es ging ja jetzt auch nicht ums Gameplay so ein bisschen. Ich habe im Early Game halt viel zu viel geintet. Ist ja jetzt nicht so wild. Ging hauptsächlich ums Talken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Bedanke mich bei euch. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Manowski.